Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video. Heute haben wir den Awakening DLC zu Black Ops 3 am Start. Und das ist der erste DLC jetzt, der für Black Ops 3 erschienen ist. Und der ist am 2. Februar für die PS4 jetzt erschienen. Und ich spiele hier gerade eine der ersten neuen Karten. Eine der vier insgesamt. Nämlich die Karte Gauntlet. Und zwar zusammen mit dem guten Ursin, den man hier gerade sieht. Die Artillerie ist hin. Und na, was läuft? Ich dachte schon, du bist eingeschlafen oder so. Und grundsätzlich geht es jetzt hier nur darum, euch mal die Karten zu zeigen, weil mit meinen Skills kann ich niemanden beeindrucken. Deswegen geht es hier eher darum, ja, ein bisschen hier, bisschen Sightseeing zu betreiben. Und da ist Gauntlet eigentlich verdammt gut eigentlich zum Sightseeing. Denn es hat drei verschiedene Bereiche. Ich bin jetzt hier gerade im Dschungel angekommen. Aber das Ganze ist kein Dschungelszenario, sondern der Dschungel ist eben einer der verschiedenen Bereiche. Und ich bin jetzt gerade gestorben, weil ich so blöd bin. Super. So, genau, es gibt hier halt drei verschiedene Bereiche. Und das sind halt alles nur so Trainingsbereiche für das Militär. Und die sind verschieden groß. Es gibt zwei außen und dann in der Mitte. Und das in der Mitte ist halt das größte. Das ist Eis-Szenario. Und je nachdem von wo man guckt, ist halt ja einmal Dschungel und einmal noch so eine Gasse, so eine Stadt. Mhm. Also so eine Hintergasse. Ich will es nur hier ganz kurz noch zeigen. Hier bin ich gerade nochmal im Dschungel, wo man sich eigentlich doch relativ gut verstecken kann. Also so halbwegs, wenn man ein bisschen auflauert. Da kann man sich zumindest... Ja, also man übersieht hier Gegner relativ leicht. Also ich zumindest im Dschungel. Da bist nicht der Einzige. Ah, da bin ich ja froh. Und das Ganze ist ja verbunden eigentlich durch dieses Militärgelände drumherum, weil das ist ja eigentlich so eine Art Trainingsanlage vom Militär. Und und das ist eigentlich das normale Szenario. Und in diesem Trainingsszenario betritt man eben drei von diesen Umgebungen. So, ich geh jetzt gerade rüber zur Seitengasse, Hintergasse, Stadt, was auch immer. Das ist dann dieses Szenario. Sehr schön. Da bin ich auch gerade. Ah, ich sehe es, sehr gut. Ich finde das ein bisschen fast den langweiligsten Bereich hier von der Karte, weil das sind halt einfach nur so rechtwinklige Gasse, die eigentlich hier immer weitergeht und da vorne wieder aufhört. Und da vorne ist wieder ein Gegner. Genau. Genau, und hier vorne, hier hört es schon wieder auf und das war's eigentlich. Und hier ist wieder hier sind wieder Verbindungstunnel bzw. Gänge zum nächsten Bereich. Ja, also das ist hier der kleinste Bereich. Mhm. Der ist auch wo eigentlich online die wenigsten Gegner sind. Naja, das denke ich mir, weil irgendwie man kann hier relativ wenig taktisch machen, oder? Eigentlich. Wobei hier gibt es noch so einen kleinen Nebenraum, wo ich nicht reinpasse. Das ist klar. Ja. Zu groß, sorry. Ach so, ja, genau. Zu klein bin ich. Ich war irgendwie gerade zu doof. Wie immer. Ja. Wie immer. Ach Mensch. Genau. Das Spiel endet gleich auch sofort. Oh, ups. Okay, also bevor der Countdown runter ist, geht's noch ganz schnell in den zentralen Bereich, wo eigentlich am meisten los ist. Das ist nämlich hier, was ist das? Arktis? Ich weiß nicht. Der arktische Bereich mit Schnee und Eis. Feind ausgeschaltet. Ja. Und da sind vor allen Dingen diese Eisblöcke natürlich eine sehr schöne Deckung. Und es gibt noch so eine Brücke. Die ist eigentlich auch hochgefährlich. Moment, jetzt laufe ich falsch. Nee, ich laufe doch richtig. Nein, das war es schon, verdammt. es gibt auf jeden Fall noch eine Brücke. Nee, kein Ding. Und was gibt es noch zu sehen? Das ist es eigentlich. Ja, hier sieht man die Action noch auf der Brücke. Genau, das, was ich noch zeigen wollte, das passt ja dann. Und das ist, wie gesagt,
die Mitte der Karte und ja, hart umkämpft, vor allen Dingen natürlich bei Herrschaft. Und hier sehen wir schon die zweite Karte namens Skyjacked. Und Skyjacked, ja, das ist zum einen natürlich ein nettes Wortspiel und zum anderen ist es eine Neuauflage von was eigentlich? Ersin, du hast es doch. Ja, das ist die Neuauflage von der tollen Map Hijacked, die wir alle so sehr gemocht haben, Tod 1 for Triple. Und ja, also einfach von Hijacked in Black Ops 3, sorry, 2 natürlich. 2, ja. Und ja. Also ich finde die Map, also die Neuauflage dieser Map ist sehr, sehr gelungen. Ist auch schön, dass Sven jetzt so in der Luft ist und alles mit dem ZD-Polizei. Schiff, nicht Schiff, aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Ja, ja, es ist ja quasi ein Luftschiff. Also das ist ja echt komisch. Genau. Aber ja, es ist quasi genau wie das, wie diese Yacht oder dieses Schiff, was man zuerst in Hijacked in Black Ops 2 hatte. Allerdings ist das Ganze in der Luft. Das sieht man jetzt hier gerade nicht. Moment mal, ich muss. Aber wenn man hier mal über, ja, über die Brüstung guckt, dann sieht man, dass man in der Luft schwebt. Beute erledigt. Und vor allen Dingen gibt es eine ganz besondere Stelle, allerdings die machen wir jetzt erst nachher. Oder nee, die machen wir gleich. Jetzt stehe ich nämlich schon gerade da. Man kann nämlich hier außerhalb des Schiffs gehen. Und es gibt hier ein großes Loch an der Seite des Schiffs, wo man ja, rein und raus hüpfen kann. Allerdings ist das natürlich fett Risiko, weil wenn man hier runter guckt, es geht ganz schön tief runter hier. Ich muss aufpassen, dass hier mir jetzt niemand, mich niemand überrascht. Seraph erledigt. Genau, und wenn man dann geschickt ist... Hast du es geschafft? Ich habe es geschafft, ja. Wenn man geschickt ist, wollte ich gerade sagen. Zum ersten Mal? Ja. Nee, nicht zum ersten Mal. Dann kann man auch hier reinhüpfen und auch wieder raushüpfen. Ja, absolut irre, oder? Das Problem ist, finde ich, am Unterdeck ist eigentlich normalerweise wenig los. Außer es ist ein Objective, oder? Weil dieses ganze Unterdeck, das gab es ja vorher auch nicht. Doch, das gab's vorher. Gab's vorher? Echt? Okay. Aber das hat halt überhaupt niemand benutzt. Ah, okay. Ich glaube, ob sich das ändert, glaube ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall kommt man von hier eben wieder normal aufs Schiff rauf. Ich glaube auch nicht, aber also ich bin jetzt zum Beispiel hier im Unterdeck mal wieder. Aber da kommt man halt wirklich nicht so oft rein und ich sehe hier auch überhaupt gar keinen Gegner. Vollstrecker beseitigt. Das ist wirklich sehr schade, aber... Ja, das ist sozusagen diese Hintergasse aus dem anderen Szenario. Das ist hier das Unterdeck, wo kein Mensch da ist. Genau. Ja, aber grundsätzlich ist das doch genau derselbe Aufbau wie beim... Wie bei der Vorlage, also wie beim wie bei Hijacked. Exakt. Also, man hat auch so Vergleichvideos schon gemacht. Und da hat man auch halt gesehen, es war wirklich... fast genau Hijacked. Halt nur mit ein paar anderen Texturen. Und ein paar höheren Wänden. Einfach weil, ja, es musste halt sein. Ja gut, auch für das Sprungsystem muss es natürlich passen. Oh, und ich wollte jetzt noch hier... Genau. Hier sieht man es nochmal. Ich zeig mal das kurz. Auf Options-Taste kann man sich die Karte angucken. Und das ist auch eine relativ kleine Karte. Cerberus unterwegs. Ja, das stimmt. Und ja, das war es eigentlich eh schon von dieser Karte. Ne? Ja. Getränke gehen auf mich. Okay, und jetzt sind wir schon auf der dritten Karte hier in dem DLC-Paket, das ja aus vier Paketen, aus vier Karten besteht, Multiplayer-Karten, was ich ja schon gesagt habe. Und das ist die Karte Rise. Und die halte ich jetzt so ein bisschen für einen kleinen Schwachpunkt. Oder was meinst du? Ja, also ich finde, das ist die schlechteste Map von dem Paket. Aber ich finde die Map nicht schlecht. Also es ist halt so Standard. Es gibt sehr viele Tauchbereiche, was ich ja schon gut finde. Aber ansonsten hat die Map jetzt nicht so viel zu bieten. Und ja, also ich glaube auch einfach, dass es ein Platzhalter war, weil wir einfach keine andere Idee hatten. Das kann natürlich sein. Ja, ich weiß auch nicht. Aber sie ist von der Action her okay. Es ist das typische, auch mit diesen typischen drei Wegen. Sie ist auch relativ, sie ist so mittelgroß, würde ich sagen. So richtig groß nicht, aber ja, sie ist halt, sie hat halt nichts Besonderes irgendwie, bis auf diesen großen Tauchbereich. Und dieses große Becken hier. Moment, das ich jetzt gerade zeigen wollte und wurde nämlich gleich erschossen worden. Moment, da werde ich gleich mal noch mal hingehen. Ansonsten
Ja, so das Übliche. Du sagtest ja, dass die Map nicht so groß sei. Sie ist schon... So mittel. Ja, oder? Also im Verhältnis zu anderen Maps ist die auf jeden Fall groß, würde ich sagen. Aber es gibt eine größere Map, die größte Map vom ganzen DLC. Und die kommt natürlich am Schluss, weil das Beste kommt natürlich immer am Schluss. Ganz genau, ganz genau. Stimmt. Die beste Map, die zeigen wir jetzt eigentlich als letztes dann noch, richtig. Das kann man schon mal sagen, ja. Genau. Wobei für mich die beste Map einfach Skyjacked ist, weil da einfach zu viele tolle Momente in Black Ops 2 waren. Ah, verstehe schon, ja, das ist so Erinnerungen einfach, die man hat dran, ja. Genau. Ja, ich bin nicht, war nicht ganz so der Fan von Hijacked, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ja, ich weiß schon, die hat schon was. Aber sie ist mir einfach, sie, weiß nicht, zu schnell vielleicht. Oder ich bin einfach nicht, ich von der Reaktion nicht schnell genug für die Karte, blöd gesagt. Unterwegs. Tja, das kann also, natürlich sein. Ja, und ich bin vielleicht auch zu blöd. Halt genau. Das kann natürlich auch immer wieder sein. Das war's, glaube ich. Was auch sonst. Ja. Ja gut, ich meine, aber jeder, der meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich eigentlich in Call of Duty noch nie gut war. Und ich glaube, ich werde es auch nie sein. Selbst hier in diesem Match gegen Bots, also das muss ich jetzt praktisch verraten, das sind hier tatsächlich Bots, gegen die wir spielen, einfach deswegen, dann kann man nämlich eigentlich so eine Karte besser zeigen, als dass man eben rumrennt und dauernd aufgehalten wird, sozusagen. Zumal übrigens auch diese Maps in dem ganz normalen, also in der ganz normalen Rotation drin sind, von den normalen Maps, einfach... Man kann einfach irgendwann dafür abstimmen, wenn die dran sein sollte. Was auch nicht oft vorkommt, habe ich gemerkt. Also ich habe jetzt zum Beispiel so circa 4 oder 5 Maps, also Matches in einer Lobby gespielt. Und ich habe keine der neuen DLC-Maps gesehen. Was wirklich schade war. Das ist dann halt beim nächsten habe ich halt eine gesehen. Ja. Beim nächsten habe ich dann halt eine gesehen, aber das war Rise natürlich. ja. Also es kommt jetzt auch nicht so oft vor, leider. Oh, das war's schon. Von dieser Karte, sehr schön. So, jetzt sind wir auf der vierten Karte angelangt, nämlich, und der besten Karte eigentlich, nämlich der Karte Splash. Und Splash ist, ja, eigentlich Konzept, der Name, weil das Ganze ist nämlich ein großer Wasserpark, den man jetzt hier aufmischt. Genau. Das Ganze ist einfach so ein Wasserpark. Und der ist ja sehr groß eigentlich sogar. Wobei für einen Wasserpark ist es, glaube ich, gar nicht mehr so groß, aber halt als Map ist es ziemlich groß. Und also es gibt ja auch Innenräume, wo man so, zum Beispiel so Souvenirs kaufen kann oder so. Also natürlich kann man es jetzt nicht machen, aber ja, leider sieht nicht. Halt so aus. Ja. Genau. Das stimmt. Und ja, es gibt dann auch unten viele Unterwasserbereiche. 2. Sehr viel. Genau, ja, weiß. Zumindest 2. Es gibt noch ein paar Rohren. Es gibt noch ein paar Rohre, die, ja, sowas, das ist halt einfach sowas wie eine Abkürzung, die man einfach nehmen kann. Und, ja, genau, Rutschen kann man leider nicht benutzen. Wäre zu schön. Leider, ja. Das sieht man immer im Hintergrund weiter oben. Leider nicht. Genau. Wenn dann mal so eine Rutsche einfach auf der Map steht, dann ist sie natürlich mit Schwimmreifen voll. Ja, richtig. Es ist alles so bewusst nicht funktionsfähig irgendwo. Genau. Ich bin jetzt gerade am Eingangsbereich. Ich finde den optisch so geil gemacht irgendwie. Also vor allen Dingen hier dieses Piratenschiff und dieser Krake mit seinen Tentakeln, die sich da drum herumwirbeln, das ist echt so schön gemacht. Ach Moment, dann kannst du ja gleich mal die Karte zeigen. Ja, das stimmt. Dann man sieht's hier, es ist ganz schön viel los. Beziehungsweise es ist viel zu... ich bin getötet worden. Macht nichts. Ja, es gibt auch viel zu entdecken eigentlich, vor allen Dingen auf dieser Karte. Und das ist echt schön. Hater ja. Eingesetzt. Also es ist wirklich ein... Wirklich, also hat doch schön tolle Farben. Das ist einfach, ich finde, das ist die schönste Map, die es im Moment in Black Ops 3 gibt.
Wie findest du die denn optisch? Es ist wirklich die schönste bisher in Black Ops. Ja. Ob es spielerisch die beste ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber sie gehört auf jeden Fall mit zu den besten. Allgemein. Also es ist auch die beste in diesem DLC, das auf jeden Fall. Ja. Also mit dem Spielerischen, ich habe jetzt. Das ist mit den Spawns irgendwie sehr komisch auf dieser Map, weil die Gegner spawnen einfach mal vor dir und hinter dir und das ist irgendwie ziemlich komisch, aber naja. Also sind überall verteilt und was aber auch ein bisschen gut ist, einfach damit man halt nicht so viel rennen muss, weil die Map ist ja schon sehr groß. Aber ja, also es geht schon. Die Map ist groß genug und klein genug. Ja, es ist okay. Ich bin jetzt auch an einer dieser Röhren, die du vorhin erwähnt hast. Allerdings ist es keine wirkliche Rutschröhre, sondern es ist einfach nur so eine Verbindungsröhre, wo man woanders hinkommt. Und hier geht es gleich noch in eine andere Röhre, die ist aber nur rechtwinklig oder die biegt nur ab und da kann man auch nicht runterrutschen. Also es gibt eigentlich quasi keine echten Rutschen, so gesehen. Es gibt nur noch dieses ein Tauchbecken, ja, das gehört natürlich dazu, wo man auch untenrum unter Wasser rumschleichen kann. Und wieder woanders auftauchen kann. Diesmal hier am Kinderbecken. Ja, komm mal gerade hier hin. Richtig. Das ist ja auch noch ein interessanter Bereich hier. Dieser Strandbereich. Der ist leider nicht betretbar. Wenn man da reingeht, gibt es gleich einen Countdown, bevor Game Over ist. Also man kann hier das hier, was man jetzt hier sieht, nicht betreten. Echt schade. Kann ich ja gerade mal vormachen. Achso, was da passiert, wenn man jetzt hier oder? Reingeht, ja. Dann ertrinkt man. Ja, das sieht auch sehr, sehr schäbig aus, wenn das passiert. Und sehr realistisch auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall, ja. Also ich glaube auch gerade hier für Herrschaft ist das echt schön, bestimmt auch schön zu verteidigen, beziehungsweise echt interessant zu verteidigen. Tja, die einzelnen Bereiche. Das kann wohl sein. Ich habe auf dieser Bereich Herrschaft gezockt, einfach weil, naja, es kommt nicht so oft vor, dass diese Map zur Auswahl steht. Echt schade. Aber ja, ansonsten, also die Map ist auf jeden Fall spielerisch. Ist die gut. Ist jetzt nicht so die beste, aber die gut. Ach, und genau, jetzt fällt mir gerade mal der Name ein von der kleinsten Map, die immer kommt. Wie ich gerade eben erwähnt habe. Schlechter Zeitpunkt, ich weiß. Ist egal. Aber Combine. Ach, Combine. Ach, richtig. Ja, natürlich. Das ist ja quasi das hier, das Gegenteil, mehr oder weniger. Was ich jetzt noch zeigen wollte, genau, das ist hier dieser Wasserkanal. Da war ich vorhin schon mal dran. Und dieser Wasserkanal, der zieht sich, glaube ich, durch die gesamte Länge der Karte. Und der ist auch immer wieder blockiert von diesen... von diesen Booten. Allerdings funktioniert leider hier nichts. Aber das ist auch sehr, sehr interessant. Und das ist auch eigentlich pures Urlaubsfeeling irgendwo. Ja, stimmt ja. Was ich euch auch empfehlen kann, ist einfach, dass ihr einfach mal im privaten Match ohne Bots oder irgendwelche Gegner einfach mal die Map erkundigt, weil das ist eigentlich wirklich sehr spannend, was hier alles drin ist und Ist sowieso immer gut für als auch als Einsteiger einfach nur um reinzukommen. Also für mich ist es immer gut, wenn ich Karten nicht kenne, einfach die einfach allein zu spielen und einfach nur zu gucken, was kann man machen und vor allen Dingen, wo kann man hüpfen und wo gibt es vielleicht auch noch, keine Ahnung, Wandsprünge beziehungsweise Wandlaufstellen. Und eben, wo kann man tauchen beispielsweise, ja. Ja, es ist optisch wirklich sehr, sehr schön. Das stimmt. Hier ist auch fies, hier ist ein kleiner Raum mit Kisten drin, da steht Loot drauf. Man kann aber nicht looten. Naja. Cerberus unterwegs. So. Ich sag nur Zeit. Ja, das stimmt. Das war's eigentlich jetzt von dem, zumindest von den neuen Multiplayer-Maps auf. Von dem ersten DLC, Awakening. Und grundsätzlich muss ich sagen, doch, mit diesen Maps, die machen Spaß und eigentlich dafür kann man sich den DLC schon kaufen. Besser natürlich, wenn man sich den Season Pass kauft.
da spart man ein bisschen Geld. Der Season Pass kostet 50 Euro und bekommt man 4 DLCs. Und wenn man das Ding jetzt einzeln kauft, dann kostet das 14,49. Und was natürlich obendrauf noch drin ist, das zeige ich in einem anderen Video, nämlich der Zombie-Modus. Es gibt ein neues Szenario für den Zombie-Modus. Und das solltet ihr auch nicht verpassen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch aber noch trotzdem viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.